So Leute, herzlich willkommen zu Teil 2. Wir schauen uns die Uhr jetzt nicht an, was sie kann, weil kranken können tut sie nichts. Deswegen war das Video das letzte Mal kurz. Wir bauen die auseinander, Leute. Dadurch freue ich mich am meisten. Erstmal testen, ob sie noch funktioniert. Ach komm. Ob sie noch funktioniert. Ich muss erst wieder neu starten. Also wenn sie noch ein Display hätte, würde es dann noch funktionieren. So. Jetzt sehen wir hier die Uhr. Alles wieder normal. Und jetzt erstmal Display wegbauen. Am besten schalten wir der aus. Yep. Und am Ende versuche ich die wieder zusammenzubauen, dass sie so, also so, dass sie noch funktioniert. Erstmal hier. Ich nehme hier so ein kleines Ding und mache, falls ihr seht, vielleicht hilft das was. Hier. Dann nehme ich mir das Ding. Mach hier die Klappe hoch. Komm. Komm. Bam, Klappe ist offen. Darf da natürlich jetzt nichts zerkratzen. Ich hoffe, ich habe da jetzt auch nichts zerkratzt. Die Klappe machen wir erstmal wieder zu. Leute, ich nehme das nicht mit meinem Handy auf, sondern mit dem iPad. Und deswegen ist die Kamera hier so kacke, weil ich habe auch nur fürs iPad so eine Art Hülle mit Ständer. Habe ich. Für das nicht. Für mein Handy. Habe ich das nicht. So, wir legen das Display jetzt erstmal weg. Und schauen uns das an. Leute. Was zum Teufel ist das? Was ist das? Ich check nicht, was das ist. Soll es in dem... Nee, Batterie ist es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo ist hier überhaupt ein Vibrationsmotor? Hier ist keiner. Und da hinten, das dürfen wir nicht aufmachen, weil das bringe ich nie im Leben wieder rein, das Flachbandkabel. Ansonsten, hier, das Rad funktioniert noch nicht, weil wir sehen hier oben, das drückt er nur hier gegen den Knopf. Genauso wie bei dem, also bei dem Seitenknopf. Und EKG hier. Funktioniert auch nicht und dieser Knopf ist einfach klappert komplett. Kann ich ihn kaputt machen? Das ist auf jeden Fall stabiler wie das Display. Das Display habe ich einmal so berührt. Bam. Direkt war es kaputt. Auf jeden Fall, der ist viel stabiler. Oh. Oh. Ah, kacke. Wenn ich hier in die Kamera. Da schau, dann sehe ich, dass es jetzt hier ein paar Kratzer hat. War ich nicht. Also, hier ist noch an der Seite Kleber fürs Display. Aber es funktioniert alles nicht mehr. Es wäre halt schon gut, wenn ich über die Kamera so ein Stativ hätte. Stativ. Aber komm, das geht schon. So schlecht ist die Kameraqualität jetzt auch nicht. Wir schrauben die eine Darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Wartet. Da ist die andere Schraube. Oh mein Gott. Ich dachte, ich finde die Schraube nicht mehr. Also, das sehen wir nicht. Die zwei habe ich weggelassen. Weil ich nur die eine jetzt hier oben reingebracht habe. Wir schrauben die eine jetzt auch hier mal wieder ganz locker weg. Und Leute, schreibt mal rein. Wollt ihr mehr so Videos sehen, wo ich irgendwas auseinanderschraube? Ja, nee, ich kann gar nicht mehr auseinanderschrauben. Das ist halt das Problem. Was soll ich denn auseinanderschrauben? Mein Handy oder was? Nicht Spaß. Gehen jetzt einfach mal hier rein. Heben das hoch und dann sehen wir direkt der Akku. Ich weiß zwar nicht jetzt genau, wie groß der bei der richtigen Apple Watch ist, aber. Mini. Der Akku ist einfach komplett mini. Und über diese Kontakte hier, über die zwei, lädt es auch an der Aufladestation auf. Denn die Kontakte, was war das? Denn die Kontakte berühren dann die Dinger hier, die zwei. Und dadurch lädt es auf irgendwie. Und dann leitet das Ding, das Dame über das Kabel an Akku weiter. Und ja, das funktioniert komplett kompliziert. Und der Akku, Leute, der
ist einfach festgeklebt mit Klebestreifen. Also, ja, dazu sage ich nichts. Und übrigens, was ist das hier? Was ist das? Was ist das für ein Ding? Ich lasse das einfach mal in Ruhe, sonst funktioniert da gar nichts mehr. Weil ich will es ja heil wieder zusammenbauen. Was muss ich da trennen, dass, damit ich... Nee, geht gar nicht. Leute, er hat gefailt. Ich kann jetzt gar nicht komplett rausnehmen. Dazu müsste ich auch diese Kabel hier weg und die bekomme ich nicht mehr dran. 1.2b. Was heißt das? 1,2 Billigschrott. Ja, yeah, das heißt es. Oh, das Glänz, das sieht man in echt gar nicht so. Okay. Aber das Ding da oben weiß immer noch nicht, was ist. Wo geht das Flachbandkabel hin? Ach, das geht da runter. Es geht dahin. Was auch immer das ist. Und da führt es halt schon da unten. Und Leute, mir ist was aufgefallen. Ja, da unten haben wir jetzt alles angeschaut. Mehr gibt es jetzt aber auch nicht zu entdecken. Deswegen Klappe zu. Erstmal so. Was mir aufgefallen ist. Hier kommt ja das Display rein. Und hier ist gar nichts drin. Guck mal, da kann ich sogar Klappe auf. Da ist nichts drin. Und ich habe da mir so überlegt, ich könnte mir ja mal versuchen, das Display anzuschließen. Es könnte sein, dass ich jetzt die Uhr komplett kaputt mache. Beziehungsweise den Akku. Aber fürs Video, Leute. Ich mache das jetzt extra fürs Video. Dass die Uhr vielleicht danach kaputt ist. Ja gut, wer braucht die denn noch? Keiner. Ihr seht jetzt nichts, aber ich muss halt das jetzt hier reinbauen. Komm, geh zu. Oh, was? Oh, was war das gerade? Das Klacken hat sich jetzt nicht so gut angehört. Deswegen schauen wir jetzt nach. Das war nix. War einfach nichts. Warte, das kann dann noch ein bisschen weiter unten rein. Das war einfach nichts, Leute, das Klacken. Ja, gut, komm, lassen wir das jetzt lieber mal, weil es geht da eh nicht rein, weil es irgendwie, das ist schmäler, deswegen passt es da eh nicht rein. Deswegen lassen wir es jetzt auch. Jetzt muss ich hoffen. Sorry, falls ihr jetzt nicht so viel seht, aber die Schraube da rein zu bekommen ist gar nicht so einfach, Leute. Bräuchte ich so einen magnetischen Schraubenzieher. Mann, Leute. Die Schraube hüpft. Die Schraube macht da drauf Breakdance, Leute. Komm raus. Danke. Mal kurz wieder raus. Schraube. Okay. Komm, das schaffe ich. Komm. Komm, Schraub rein. Ja! Leute, wir haben es geschafft. Wenigstens ist eine wie weit kann man jetzt da noch reinschrauben? Noch nicht durchgeschraubt. Zum Glück. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten Teil gibt.
wenn es einen dritten Teil gibt, dann kommt wahrscheinlich jetzt im zweiten Teil auf einmal so, ja okay Leute, bis zum nächsten Teil, ciao, Kakao. Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob es noch einen dritten Teil gibt. Was müssen wir jetzt hier reinbekommen? Oh, hab's geschafft. Komm, let's go. Die Schraube kann man eh nicht weiter reinstauben. Ich habe so eine kleine Taktik gefunden, wie es geht. Okay, so wieder hin. So, sorry wegen der Videoqualität. Weil ihr ihn da meistens nicht seht. Aber ich konzentriere mich, um diese kleinen Schrauben reinzubekommen. Heute immer noch nicht. Mann! Hey, wo ist ihn? Oder? Komm hier, schau. Komm hier. Komm, schau. Okay. Komm. Komm, ich will noch einfach nur schauen, ob die Uhr danach noch geht. Und übrigens, Leute, ich weiß nicht, wie viel diese Fake-Uhr gekostet hat. Ja. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel die gekostet hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass es ja billig war. Geht da rein? Nein. Komm, schau, wir hatten es doch fast. Jetzt hüpft die da drin wieder rum. Och, Loch. Nee, ich will nicht. Ich will nicht. Ich muss da so draufhauen, Leute. Das machen wir jetzt aber fürs Video mal nicht. Was sonst das ganze Video für ein Arsch ist. Wartet. Nein. Ich hab's verfehlt. Ich hab's verfehlt. Ich hab den Eingang verfehlt. Komm her. Komm her. Mann. Sorry, Leute, weil zu mir Videos kommen, wo ist diese Kackschraube? Da ist sie. Mann, jetzt ist diese halt von dem Ding hier. Kaputt. Kaputt. Perfekt. Okay, letzter Versuch oder ich lasse die Schraube einfach weg. Ach komm, beim letzten Versuch klappt es aber auch immer. Ach komm, auch wenn man die schief reinschraubt, diese Schraube wird einfach immer gerade. Nichts mehr machen. Endlich. Ich hab's wieder zusammen. Okay, da, die Klappe ist zu, oder? Ja, die muss auch zu sein, weil da nichts angeschlossen ist. Jetzt wird das hochgeklappt und reingebaut. Komm. Let's go. Leute, drückt die Daumen. Kann sein, dass die schon an ist. Ich schalte die jetzt nochmal aus, weil sie irgendwie aus oder an ist, keine Ahnung. Und irgendwas ist jetzt falsch gelaufen. Entweder ich habe irgendwas beschädigt an dem hier. Oder ich habe irgendwas da dran beschädigt. Zum Beispiel vorher, wo es so gekracht hat.
Bam. Jetzt kann ich mir sicher sein, dass das richtig drin ist. Anders noch nicht. Okay, bitte. Leute, drückt die Daumen. Also, ich teste es jetzt nochmal mit dieser Ladestation. Machen wir so. Das ist jetzt nochmal damit. Wenn es jetzt funktioniert. Ich bin so happy. Let's go! Leute, wir haben es geschafft. Display. Funktioniert. Display an. Hier. Ihr seht's. Funktioniert noch. Aber was war jetzt bitte? Kann sein, dass der Akku einfach mega schnell leer gegangen ist oder irgendwie so? Nee, die Uhr ist an. Hä, wieso ist sie nicht gestartet? Oh nein. Oh nee, hä? Wartet. Ich klappe mal kurz das Display so runter, wenn es runterklappen will. Es ist drauf. Ja, der Knopf ist da. Es ist auch richtig zu. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt nicht starten wollte, aber Leute, hier. Uhr geht noch und ja. Ich mache die jetzt mal aus, ob das geht. Ja, gut. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Die Uhr geht noch. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. In dem nächsten Video, Leute. Lasst ein Abo unten da. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und Leute, ihr könnt auch noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr von zum Beispiel, ich weiß nicht, ob nochmal sowas kommen wird, sowas zu verpassen. Aber Leute, ich hoffe, euch hat der erste und der zweite Teil gefallen. Die Uhr geht noch. Und ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Kakao, Leute.